Hotels irgendwie. Ich schätze mal, das nutzen wir als Leiter. Ja, dann hoch hier. Kim! Gott sei Dank, sie lebt. Kim, hörst du mich? Verdammt, sie ist ohnmächtig. Aber ohne ihre Mithilfe bekomme ich sie nie aus dem Wrack raus. Ich muss sie irgendwie wach bekommen, sonst erfriert sie. Soweit ich das beurteilen kann, hat sie keine schlimmen Verletzungen. Allerdings ist sie seit dem Absturz ohnmächtig. Ich muss sie schnellstens aus dem Wrack befreien, damit sie nicht erfriert, wenn ich sie doch nur irgendwie aufwecken könnte. Der Fallschirm aus meinem Flugzeug. Ich komme nicht ran. Vielleicht hiermit? Der Propellerflügel ist zu kurz. Damit erreiche ich den Fallschirm nicht. Hiermit? Stell das hier hin und dann nicht. Das Cockpit ist völlig zerquetscht. Kim hatte Glück, dass sie nicht schwerer verletzt wurde. Vielleicht kann ich das Cockpit etwas zur Seite drücken und Kim dann rausziehen. Vielleicht aber auch nicht. Keine Chance. Ohne Kims Hilfe bekomme ich sie da nicht raus. Geben wir da erst ein bisschen Fell? Solange Kim im Cockpit eingeklemmt ist, kann ich sie damit nicht wärmen. Es hilft alles nichts. Sie muss da so schnell wie möglich raus. Ich sollte das Cockpit besser nicht mit dem Propeller bearbeiten, solange Kim da noch drin ist. Falls ich abrutsche, verletze ich sie womöglich. Ja. Heilige Scheiße, was machen wir da? Damit kann ich etwas Schnee aufnehmen. Schön. Schlitten fahren. Nicht Fernglas schlitten. Das war zwar ziemlich lustig, aber jetzt habe ich Wichtigeres zu tun. Kim braucht meine Hilfe. So, jetzt haben wir da wieder Schnee drin. Die Kanzel fehlt. Sieht aus, als ob... Das Lammfell stinkt zwar wie eine Herde. Können wir das wieder einschmelzen hier? Nein, können wir nicht. Der Lautsprechertrichter ist unten offen. Damit kann ich kein Wasser transportieren. Wenn man ein wenig Abstand hält, ist es angenehm warm hier. Ja, schön. Hier hat sich eine Pfütze mit... Brauche ich etwas überhaupt? Ich meine, ich habe jetzt Schnee. Kriegen wir die Kim mit kaltem Schnee wach? Wir gehen erstmal wieder hier hin. Hier oben pfeift ein eisiger Wind. Wenn sie durch Kälte oder Schnee aufwachen würde, wäre das schon längst passiert. Ja, Mann. Es ist Schnee drin. Es ist Schnee drin. Das ziehe ich mir gleich. Der Fallschirm aus meinem Flugzeug. Ich komme nicht ran. Alter. Was soll man da mit dem Schnee da drin?
nichts weitermachen. Ich gehe dort nicht hin. Ja. Du hast Schiss in den Bus. So, können wir mit dem Fernglas ins Tal gucken? Nein, können wir nicht. Sieh nichts tolles. Mehr drin. Okay, nichts mehr drin. Lammfell. Schlitten mit Deckel. Okay, ich leg das Fell mal auf den Schlitten. Dann sitze ich das nächste Mal auch noch weich. Hey, jetzt habe ich ja ein Fell mit Hörnern. Dann gehen wir doch nochmal hier oben hin. Wenn er schon so komisch sagt, hey, jetzt habe ich ein Fell mit Hörnern. Mein Schlitten hat jetzt tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Agali. Doch damit der Bock meine Attrappe wirklich mit einem Artgenossen verwechselt, fehlt noch was. Was denn? Komm, sag schon, was fehlt? Das stinkende Fell mit Hörnern bekommt jetzt noch Beine. Die Ähnlichkeit mit einem Schafbock wird immer erschreckender. Oh Mann, also, Alter. Wenn ich beide Augen etwas zusammenkneife, bekomme ich direkt Angst vor dem Ding. Jetzt aber, Schafattrappe. Hier, was war zum Rammeln? Bin gespannt, was jetzt passiert. Meine Güte, das Agali hat Kleinholz aus der Attrappe gemacht. Aber wenigstens ist es verschwunden. Gut, dann nehmen wir Schlittenrohr mit Lederriemen an uns. Und außerdem diese dunklen Klumpen, wo ich mal nicht hoffe, dass das... Was sind denn das für merkwürdige Brocken? Sieht aus wie Kohle, oder? Hey, Moment mal, das ist getrockneter Agali-Kot. Schafskacke. Hoffentlich ziehe ich nicht den Zorn irgendeines Gottes auf mich, wenn ich die alle mitnehme. Aber ich bin schließlich in einer Notlage und darum geht das sicher in Ordnung. Sicher das, sicher. Das sind Räucherstäbchen, die Einheimischen bei rituellen Zeremonien anzünden. Erinnert mich irgendwie an Kohlestückchen. Auf den zweiten Blick entpuppt es sich aber als getrockneter Agali-Kot. Normalerweise würde ich das Zeug sofort wegwerfen. Aber ich befinde mich in einer Notsituation und da kann man nie wissen, ob man sowas nicht vielleicht doch noch braucht. Außerdem riecht es gar nicht mal so streng. Um ehrlich zu sein, rieche ich da sogar eine zwar dezente, aber durchaus angenehme Kräuternote heraus. Ja, beiß mal rein, sind vielleicht Kräuterbonbons. So, haben wir hier noch was? Nein, aber nicht. Ich glaube, wir müssen noch irgendwas mit dem Feuer machen, aber gucken wir erstmal, vielleicht halten wir da einfach diesen Agali-Kot unter die Nase. Gute Idee, Kim, durch beißenden Gestank zu wecken. Aber der Agali-Kot riecht dummerweise gar nicht so übel. Und Riechsalz habe ich leider nicht. Ich muss was anderes finden. Kann man das irgendwie... Nein, können wir hier? Angenehmer Geruch hin oder her. Da drin ist das besser aufgehoben. Und ich fühle mich wohler. Okay, dann haben wir jetzt Agali-Kot im Trichter. Gute Idee, Kim, durch beißenden Gestank zu wecken. Aber der Agali-Kot riecht dummerweise gar nicht so übel. Und Riechsalz habe ich leider nicht. Keine schlechte Idee, Kim, durch den Geruch der Räucherstäbchen zu wecken. Okay, erstmal runter. Dann zum Feuer. Mal sehen. Das Zeug brennt tatsächlich und es riecht gar nicht mal so übel. Das hätte ich jetzt eigentlich nicht erwartet. Könnte daran liegen, dass Agalis Pflanzenfresser sind und jede Menge Kräuter vertilgen. Brennender Agali-Kot, wo die Räucherstäbchen. Ich zünd mal eins an. Jo, mach mal. Puh, was für ein Gestank. Der Rauch riecht richtig widerlich. So. Und rüber. Schnell, schnell, bevor das ausgeht. Lauf! Warte mal, schon ganz am Anfang, 500 Meter auf. Wie hält das bis da? Halb abgebrannt. Ich lass das Gestell besser stehen. Ja, die Rippen erfüllen. Ja, du sollst hier hoch. Oh, ganz abgebrannt. Ah, aber wir können hier. Ich habe ein Räucherstäbchen angezündet. Dieser unglaubliche Gestank würde Tote wecken. Gut, probieren wir aber erstmal so. Gute Idee, Kim, durch beißenden Gestank zu wecken. Ja, da sagst du.
Leiche, abgebranntes Räucherstäbchen, glimmendes Räucherstäbchen. Der Rauch riecht so abartig übel. Damit sollte ich Kim doch wach bekommen. Ja, probier mal aus. Juhu. Kim, wie geht's dir? Alles in Ordnung? Was? Ja, ich glaub schon. Oh, Teufel, es stinkt hier so widerlich. Tut mir leid, ich musste dich irgendwie wach bekommen. Bist du sicher, dass dir nichts fehlt? Ziemlich sicher. Mein Schädel rumpft und ich bin älter als ein Eisblock. Aber sonst ist alles in bester Ordnung. Wir müssen dich da rausholen. Hilf mir, das Cockpitdach anzuheben. Allein schaffe ich's nicht. Verdammt. Es bewegt sich zwar ein Stück, aber wir bekommen es nicht weit genug nach oben. Und nun? Ich hoffe, du hast einen Plan B. Ich arbeite dran. Was immer du machst, mach es schneller. Ich brauche mehr Kraft, um das Cockpit wegzubekommen. Ja, Hebelwirkung. Probieren wir doch mal das hier, oder? Nein, das probieren wir doch nicht. Dann vielleicht doch jetzt hiermit. Nein, auch nicht. Zum Glück scheint es Kim soweit ganz gut zu gehen. Allerdings muss sie schnellstens aus dem Wrack raus und sich aufwärmen. Halt durch, Kim. Mir fällt schon was ein, wie ich das Cockpitdach wegbekomme. Mach schnell, Fenton. Mir ist lausig kalt und ich werde langsam echt, echt wütend auf dich. Oh je. Können wir hier irgendwas... Ja, und nu? Da kommen wir auch noch nicht. Vielleicht hiermit jetzt? Nein, hiermit. Der Propellerflügel ist zu kurz. Ja. Verbinden, nein. So, verbinden, nein. Das Fernglas, das hier. Also normalerweise nimmt man dann sowas und stemmt das auf. Ich sollte das Cockpit besser nicht mit dem Propeller bearbeiten, solange Kim da noch drin ist. Falls ich abrutsche. Damit geht das nicht. Das Cockpit ist völlig zerquetscht. Kim hatte Glück, dass sie nicht schwerer verletzt wurde. Halt durch, Kim. Mir fällt schon was ein, wie ich das Cockpitdach wegbekomme. Mach schnell, Fenton. Mir ist lausig kalt und ich werde langsam echt, echt wütend auf dich. Oh je. Oh je, Mini. Ja, dann müssen wir doch erstmal wieder runter. Hier ist doch nichts sonst. An den Fallschirm komme ich nicht. Woanders aber auch nichts mehr. So ein Scheiß. Kann ich von hier irgendwas machen? Meine schöne Fort ist nur noch ein Wrack. Ja. Ist hier oben irgendwas? Hier ist absolut nothing. Schneewehe. Können wir jetzt wieder Schnee reinfüllen? Nein, können wir nicht. Dann gehen wir hier nochmal. Go, go, go! So, können wir das löschen jetzt? Nö. Das sind nur die drei Sachen. Felsspalt können wir sogar nichts. Kann ich noch eins anzünden? Das bringt mich aber auch nicht weiter. Ich zünd mal eins an. Puh, was für ein Gestank. Und
wundert, schön. Ich sehe nur irgendwas. Die Kanzel fehlt. Sieht aus, als ob sich der... Wenn man ein wenig Abstand hält, ist es angenehm warm hier. Ja, schön. Alter, leck mich fett. Warum komme ich jetzt nicht weiter hier? Ist hier noch irgendwas? Nein, ist auch nicht. Siegte Bock. Das Gerippe aus der Tra... Ich lasse das Gestell besser stehen. Die Rippen erfüllen hier ihren Zweck. Ja. Da geht's auch nicht weiter. Boah, der muss halt Cockpit da aufkriegen. Das Cockpit lässt sich zwar ein ganz kleines Stückchen anheben. Ja, leck mich, Alter. Sie haben die Aufgabenhilfe gestartet. Sobald eine aktuelle Aufgabe verfügt, so wissen Sie immer, was Ihr Held als nächstes tut. Aber keine Angst. Diese Das war's wohl mit der Pilotenkarriere. Fenton hat seine Trimotor kopfüber auf einem Berg irgendwo in Tibet geparkt. Und Kim ist bewusstlos im Cockpit des Wracks eingeklemmt. Jetzt muss Fenton dafür sorgen, dass Kim wieder zu Bewusstsein kommt und sie dann aus ihrer misslichen Lage befreien. Ach echt? Darauf hätte ich auch selber kommen können, du Scherzkeks, Alter. Damit können wir überhaupt nichts machen. Ich sollte das Cockpit besser nicht mit dem Propeller bearbeiten, solange Kim da noch drin ist. Falls ich abrutsche, verletze ich sie womöglich. Du Alter. Womit soll ich denn sonst mal mit meinem Pimmel oder was? Zum Glück scheint es Kim soweit ganz gut zu. Halt durch, Kim. Mir fällt schon was ein, wie ich das Cockpitdach wegbekomme. Mach. Oh je. Ja, aber wie? Hier ist nirgendwo mir irgendwas, was ich mitnehmen kann. Hammer, Alter. Speichern wir erstmal den Scheiß hier ab. Zwar hier. Ja, speichern bitte.